Hallo Leute, heute noch ein zweites Video und zwar geht es da um Schatzkarten. Und nicht wundern, dass hier eine fremde Person durchs Bild läuft. Das ist einfach mein zweiter Reddit Online Account. Der steht jetzt gerade bei Level 11. Und bei Level 10 habe ich dort eine Schatzkarte erhalten. Das bekommt jeder, ab Level 10 geht es los. Das ist jetzt hier gerade Bard's Crossing. Und ich hatte mit meinem anderen Account schon zweimal das Vergnügen, hier einen Schatz suchen zu dürfen. Und ich muss sagen, er ist jedes Mal woanders gewesen. Einmal war er auf einem Felsvorsprung in der Nähe der Brücke. Das zweite Mal auf einem Felsplateau, auch in der Nähe der Brücke. Und diesmal ist es recht unterhalb der Brücke, wie ihr gerade seht, auf dieser kleinen Insel. Wie ich schon erwähnte, ab Level 10 geht's los und dann bekommt man alle 5 Level eine Schatzkarte. Also Level 15, 20, 25, 30, 35 und so weiter. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit und das sind Bandenverstecke. Wenn ihr diese Gangverstecke ausgehoben habt, könnt ihr zum Schluss die Gegner plündern. Und dann kann es passieren, dass ihr bei irgendeinem dieser Gegner, es muss nicht der Chef sein oder so, bei irgendeinem dieser Gegner eine Schatzkarte findet. Ich habe bisher ungefähr 30 Gangverstecke ausgehoben und habe dabei 2 Schatzkarten bekommen. Also das ist eher eine unsichere Angelegenheit und ich muss sagen, es ist selten, dass man da eine Schatzkarte bekommt. Wenn ihr auf dem normalen Weg, also beim Ableveln, also 10, 15, 20, wenn ihr da eine Karte erhalten habt, dann bekommt ihr die im Postamt oder in der Truhe, die im Lager steht. Also diese Truhe, wenn ihr im Katalog etwas bestellt, wo dann die Sachen drin sind, da ist dann auch die Schatzkarte. So, zum Inhalt der Schatztruhen muss ich sagen, es ist immer Gold drin und zwar bei mir war es so zwischen 0,20 und 0,86 Goldbarren. Dann sind immer Dollars dabei, bis zu 150 Dollar. Kautabak habe ich schon erwischt. Munition ist auch ständig dabei und zweimal habe ich eine Broschüre Spezial Wundertonikum erhalten. Das ist auch ganz schön, weil diese Broschüren sind ja bekanntlich sehr teuer. Also diese Broschüre Spezial Wundertonikum brauchte ich mir nicht zu kaufen. Aber ich habe sie zweimal bekommen. Es wäre schön gewesen, wenn ich eine andere Karte, also andere Broschüre, erhalten hätte. Aber so ist das halt nur mal. Das läuft wahrscheinlich random, dass man da irgendwas kriegt, ohne darauf Einfluss haben zu können. So, und dann sind die, wie ich schon erwähnte, die Truhen oder die Schatzverstecke jedes Mal woanders. Jetzt im Bild ist östlich der Watson-Hütte. Habe ich auch schon dreimal gehabt und dreimal war der Schatz an einer anderen Stelle. Und bei östlich der Watson-Hütte kann man sich wirklich dumm und dämlich suchen. Ich weiß nicht warum, aber es ist wirklich so. Das gleiche ist mir am Kamassa River passiert. Ich konnte suchen, suchen, suchen. Ich musste mehrmals hin. Ich weiß nicht, warum das so ist. Meiner Meinung nach sind die Schatzkarten verbuggt. Ist einfach so. Also ich habe wirklich schon sehr, sehr viel gesucht. Jetzt kommt noch gleich die zweite Stelle. Östlich der Watson-Hütte. Hier am Tage. Und das ist eine andere Stelle. Wer es nicht gleich sieht, dass das eine andere Stelle ist, ich habe die zwei Karten jetzt am Anschluss auch noch dran gehängt. Also ihr müsst wirklich jedes Mal suchen, wenn ihr irgendwo ein Video seht und da ist die Schatztruhe da und da. Das muss nicht sein. Die kann nächstes Mal wirklich woanders sein. Also man braucht wirklich Geduld bei den Schatzkarten. Ansonsten viel Spaß.